Dann würde ich sagen, Ute, fang du doch an mit der Vorstellung des Formats und wenn Frau Freigang gleich wieder da ist, dann darf sie ihre Begrüßung noch nachschieben. Alles klar, dann machen wir das. Ja, ich begrüße Sie dann einmal ganz herzlich zur ersten Ausgabe des Formats 44 Plus. Ich bin Ute Last, ich bin die Koordinatorin der Klosterlandschaft Westfalen-Lippe. Ich sitze hier vor meiner Wortbildmarke, die neu kreiert wurde für diese Veranstaltungsreihe. Genau, ich betreue die Klosterlandschaft. Wir haben unterschiedliche Veranstaltungsformate, unter anderem ein bekanntes darunter ist Finde dein Licht und das Herbsttreffen, was jährlich stattfindet. Da ist Frau Freigang wieder. Genau. Ich spreche meinen Teil zu Ende und übergebe dann nochmal kurz an dich. Genau. Und wir haben jetzt alle im Kollektiv natürlich einige Monate der Pandemie hinter uns und gucken natürlich auch immer, dass wir uns bestmöglich trotzdem weiter vernetzen können. Und vieles ist ins Digitale gekommen und wir wollten sozusagen auch unseren Teil dazu beitragen, uns auch nicht nur analog zu treffen. Wir haben aber nach einem Format gesucht, das tatsächlich nicht das Ganze überlädt und ich merke in meiner täglichen Arbeit, dass Klosterkultur eben ein Thema ist, was wahnsinnig viele Facetten hat und sich eben nicht nur auf diese eine Veranstaltungsreihe im Jahr runterbrechen lässt. Und so ist die Idee gemeinsam mit Frau Hackstein entwickelt worden, dass wir nun punktuell in einer wiederkehrenden Veranstaltungsreihe wirklich Impulse anbieten, wo Sie die Möglichkeit haben, in 44 Minuten plus, wobei das Plus immer für einen Mehrwert steht, der sich wie auch immer ausgestalten lässt. Entweder gehen wir doch mal in ein hybrides Format, in ein analoges Format oder wir hängen einfach ein paar Minuten dran. Ja, so gestalten lässt, dass es für Sie interessant ist, dass Sie neue Impulse bekommen, die Chance haben, sich untereinander zu vernetzen und sich auszutauschen und das eben aber nicht in einem Format, wo man sich direkt einen ganzen Tag blocken muss, sondern wirklich auch zu einer Uhrzeit. Vielleicht haben Sie es gesehen in der Einladung 14 Uhr bis 14:44 Uhr mit dem kleinen Plus dahinter, dass man einfach einen kleinen Impuls kriegt und hoffentlich für sich etwas mitnimmt und hier eben Themen platziert werden, die die Klosterlandschaft ganz direkt betreffen und Themen der Klosterlandschaft, die aber auch eben auch nur Themen tangieren können und daraus können sich auch neue Inhalte ergeben. Das in aller Kürze. Auf unserer Homepage können Sie natürlich noch mehr Details nachlesen, auch kommende Termine für 2022 nachlesen. Und ja, ich übergebe jetzt ganz schnell wieder an Frau Freigang und freue mich auf die erste Veranstaltung gemeinsam mit Ihnen. Okay, danke schön. Ja, bitte, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich bin rausgeflogen. Aber jetzt bin ich wieder da. Ich wollte gerne Sie alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Jasmin Freigang. Ich bin die Leiterin des Referats Strategische Beratung Kultur in Westfalen in der Kulturabteilung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Und hier in Waldkultur in Westfalen ist die Klosterlandschaft Westfalen-Lippe angesiedelt, die ihre Koordinatorin und Ansprechpartnerin für alles rund um die Klosterlandschaft Westfalen-Lippe ist Ute Lass. Sie hat sich gerade schon selbst vorgestellt und auch das neue Format. Ja, nochmal hallo Ute. Und ich begrüße auch Frau Hackstein nochmal ganz offiziell und auch Sie alle draußen an den Bildschirmen. 40 Teilnehmer zähle ich, darüber freuen wir uns sehr, über diese große, hohe Zahl. Frau Hackstein und Frau Lass, Sie haben das zusammen entwickelt, dieses Format 44 plus. Wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen etwas anbieten können, was vielleicht nicht ein kleiner Ersatz, aber ein anderes Angebot ist in einer neuen Form, die ja auch vielleicht durch Corona schneller möglich geworden ist, als man sich das so gedacht hätte. Wir werden uns sicherlich noch mal auf jeden Fall wieder persönlich und analog begegnen, aber jetzt einmal erstmal digital zu 44 Plus und ich übergebe an Ute Lass. Bitte schön. Und Ute Lass hatten wir jetzt vorher schon, deshalb nehme ich jetzt das Wort. Jahre Hackstein bin ich, herzlich willkommen auch von mir. Und ich möchte kurz sagen zu dieser Veranstaltung, wie es ablaufen wird. Wir werden heute zwei Gäste haben und mit Ihnen ins Gespräch kommen. Und auch Sie, liebes Publikum und liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, können zu Wort kommen. Da wir jetzt relativ viele sind, bitte ich Sie zunächst für Ihre Worte, die Sie finden, Fragen oder Anmerkungen, den Chat zu nutzen. Wir werden den Chat beobachten und wir
wir werden die Fragen auch zwischendurch bündeln und einspeisen quasi in unser Interview. Und wir werden aber heute auch ein Plus haben, nämlich zwei Breakout-Rooms am Ende der Veranstaltung, beziehungsweise nach der Veranstaltung werden Sie Gelegenheit haben, mit unseren beiden Expertinnen auch noch mal ein bisschen weiter zu sprechen. Also heute ein zeitliches Plus von etwa 15 Minuten. Ja, wir kommen heute mit zwei spannenden Frauen ins Gespräch, mit Ulrike Rose. Sie ist Kulturmanagerin und Vorsitzende des Vereins Zukunft Kulturraum Kloster e.V. Und dann ist bei uns Sonja Rakete, von Hause aus Marketing-Expertin und heute hier als Vorstandsvorsitzende der gemeinnützigen Genossenschaft Kloster Wiedenbrück, also hier in Westfalen. Sonja Rakete hat die Transformation dieses Klosters maßgeblich angestoßen und war am Prozess intensiv beteiligt. Und bevor wir gleich mit ihr ins Gespräch kommen und später dann auch mit Frau Rose, zeigt uns Sonja Rakete einmal das Kloster Wiedenbrück in einem kleinen Bilderspaziergang, also der kleine Ersatz dafür, dass wir heute nicht die Veranstaltung dort machen können. Ja, hallo, ich bin Sonja Rakete. Ich begrüße Sie natürlich auch alle ganz herzlich und ich freue mich, dass ich dabei sein darf und Ihnen jetzt das Kloster in Reda-Wiedenbrück zeigen darf. Ich gebe jetzt meinen Bildschirm frei und hoffe, dass das klappt für Sie. Sagen Sie mal ja oder machen Sie den Daumen hoch. Wunderbar. Super. Ja, ja. Schön. Also das hier ist ein kleiner Überblick über das Kloster. Einmal so von oben gesehen. Das helle Gebäude ist das Klostergebäude an sich, 1670 erbaut. Und insgesamt besteht das Kloster so aus drei Gebäudeteilen. Wie gesagt, dieses helle Gebäudeteil. Und rechts davon sehen Sie einen roten Backsteinriegel. Das ist ein Gästehaus. Und links direkt angedockt ist nochmal ein rotes, etwas höheres Backsteinhaus. Das gehört auch noch gesamt zur Klosteranlage. Und dann haben Sie jetzt von oben einen Blick auf den wunderschönen Garten. Insgesamt sind das etwa 3780 Quadratmeter, die wir jetzt so als gemeinnützige Genossenschaft bewirtschaften. Das Kloster hat insgesamt als Gebäude ungefähr 1150 Quadratmeter. Das Gästehaus hat 500 Quadratmeter. Also wir haben ganz schön viel Platz erstmal. Und wenn man auf der Straße steht, dann sieht das Kloster so aus. Das Kloster ist verbunden mit der daneben liegenden Kirche, die allerdings nicht der gemeinnützigen Genossenschaft gehört, sondern der St. Egidius-Gemeinde. Und auf der nächsten Folie, da schauen Sie in den Innenhof rein. Sie durchschreiten diesen Bogen und stehen dann mitten in diesem Hof. Der wird dominiert von einem Franziskusbrunnen, der den Franziskanerbrüdern zum 350-jährigen Bestehen überlassen wurde oder geschenkt wurde. Ab hier beginnt also wirklich tatsächlich eine ganz andere Welt. Das erleben Sie aber nur, wenn Sie tatsächlich herkommen und den Fuß über diese Schwelle setzen. Und den Fuß über die Schwelle, den haben wir jetzt mal virtuell gesetzt. Und hier ist der lange Flur des Klosters zu sehen im Erdgeschoss. Und der führt zum Refektorium und zur Bibliothek. Das ist das Refektorium, ein Blick da rein. Da finden jetzt mittlerweile auch schon einige Veranstaltungen statt. Wenn man den Flur bis zum Ende geht, dann kommt man in eine kleine Bibliothek, die uns die Franziskaner auch fast vollständig überlassen haben. Nur das, was für sie sehr, sehr wichtig war, das haben sie dann tatsächlich mitgenommen, aber sie ist so immer noch ganz vorhanden und auch ein Besuchermagnet. Das sind jetzt zwei Räume, die wir schon ein bisschen umgestaltet haben. Das ist rechts ist ein etwas größerer Raum, den wir jetzt als Tagungsraum nutzen. Links ist ein ehemaliges Wohn-Schlafzimmer der Brüder, welches wir jetzt in diesen Zeiten gut als Homeoffice vermieten im Moment. Da besteht doch einiger Bedarf, haben wir festgestellt. Das sind also so Räume im Erdgeschoss. Dann führe ich Sie einmal kurz in den Garten. Ganz am Ende des Gartens liegt noch ein kleines Gartenhäuschen, welches auch unter Denkmalschutz steht. Und die nächste Folie zeigt, Moment, geht sie weiter? Nein, sie will nicht.
da. Das zeigt den Garten im Frühjahr bei der Apfelblüte. Auch das kann ich nur empfehlen. Also wenn Sie durch den Garten kommen und alle Äpfelbäume blühen, das ist ein wunderbarer Duft, weil es ist alles von Mauern umgeben und irgendwie hält sich dieser Duft. Also es ist wunderschön. Die nächste Folie, das ist eine Impression aus dem Sommer. Wir hatten den Sommer immer geöffnet, den Garten, und haben die Besucher eingeladen, einfach mal einen kleinen Augenblick zu verweilen. Aber auch im Winter ist er sehr schön. Also jetzt gerade am nächsten Wochenende fängt wieder unser Winterleuchten an. Und da haben wir einen netten Sponsoren gefunden, der einige der Bäume beleuchtet. Und wir selber stellen dann immer noch Kerzen auf, um die Wege zu beleuchten und eine schöne Atmosphäre zu zaubern. Also das sind so Impressionen vom letzten Jahr. Aber jetzt, wie gesagt, am ersten Advent startet es wieder. Ja, und dann, wir gehen wieder in die Helligkeit. Das ist ein Blick auf das Gästehaus, welches 30 Betten hat und welches wir auch wieder in Betrieb genommen haben. Das haben auch die Franziskaner schon als Gästehaus genutzt. Das ist ein Blick in eines der Mehrbettzimmer. Also die Jugendlichen fühlen sich ganz wohl. Ja, und im letzten Herbst hatten wir auch die Gelegenheit, aus einem alten Abstellraum, was ganz, ganz früher mal eine alte Küche war, einen Klosterladen zu machen. Das ist entstanden aus einem Ideenworkshop und das wurde von ganz vielen Freiwilligen initiiert. Und wenn wir einen Blick reinwerfen, gibt es ganz viele selbstgemachte Produkte aus Küche und Garten, aber auch selbstgebasteltes, selbstgehandwerkertes, gestrickt und alles Mögliche. Kommt im Moment sehr gut an. Wir haben immer samstags geöffnet und jetzt kurz vor Weihnachten dann auch nochmal gibt es eine extra Öffnungszeit. Und hier sind so Impressionen aus dem letzten Sommer. Wir hatten ja das Glück, dass die Öffnung weiter fortschreiten konnte und ab dem Zeitpunkt hat tatsächlich auch viel Kultur im Kloster schon stattgefunden, im Garten, aber auch in der Kirche, die wir netterweise benutzen dürfen. So, das war ein erster kleiner Eindruck. Und jetzt denke ich, kann es weitergehen. Stoppe ich erstmal wieder die Bildschirmnutzung, die Teilung, wenn das okay ist, ja? Ja, gut. Super. Ganz herzlichen Dank, Frau Rakete, für diesen wunderbaren Eindruck, quer durch die Jahreszeiten und durch die Tageszeiten. Das war sehr eindrucksvoll. Und ich habe vorhin, glaube ich, kurz erwähnt, dass Sie eigentlich Marketing-Expertin sind und Menschen in Kommunikation beraten. Wie kommt man denn da eigentlich ins Kloster? Wie ist Ihre Beziehung zum Kloster entstanden? Ja, das ist eigentlich durch meine freiwillige Arbeit im Garten gekommen. Also ich habe die Brüder unterstützt, nachdem ein Bruder verstorben war, der den Garten betreut hat. Und als er verstorben war, war Bedarf für die Gartenarbeit. Und irgendwie bin ich dann da reingerutscht. Ja, und dann, Sie sagen, Sie haben das schon gemacht, als die Brüder noch dort waren. Was war denn der Auslöser für diesen Transformationsprozess und wie sind Sie da dann quasi reingekommen? Oder Sie haben den ja mit initiiert. Wie kam es dazu? Also wir waren zu dritt im Garten, Sabine Dahlen, die schon jahrelang Beziehungen hatte, weil sie Bewegungsangebote dort schon mit den Franziskanern auch angeboten hatte. Und mein Mann durfte dann auch irgendwann mal mitmachen und Löcher graben und Unkraut zupfen. Und als dann die Nachricht kam, dass die Brüder das Kloster schließen werden, haben wir ehrlich gesagt uns einfach nur in die Augen geguckt und gedacht, da muss man irgendwas tun. Wir waren so fasziniert. Allerdings erst nur tatsächlich von dem Garten, sage ich mal. Also in die anderen Räumlichkeiten waren wir so groß noch gar nicht drin und haben gedacht, den muss man eigentlich öffnen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, sich zu überlegen, wie das funktionieren kann. Und dann haben wir die Idee gehabt und gesagt, so, jetzt machen wir was. Und dann nahm alles seinen Lauf. Das klingt ja so völlig easy, so als würde ich jetzt sagen, mein Garten, der hat, glaube ich, ungefähr so 80 Quadratmeter. Ich gestalte mal mein Beet um. Das habe ich letztes Jahr auch getan. Oder ich renoviere mal meine Wohnung. Aber ein ganzes Kloster mit so viel Tausenden von Quadratmetern Fläche zu erneuern quasi, das ist ja nicht so einfach. Und Sie zu dritt erstmal als Impulsgeber, wie sind Sie da vorgegangen? Was war der erste Schritt, den Sie dann gemacht haben?
Der erste Schritt war tatsächlich, dass wir überlegt haben, eine Konzeption, was man eigentlich da machen kann und was unser Grundgedanke war. Also wir haben gedacht, das muss man öffnen für alle. Wir haben daraufhin halt überlegt, wie es gehen kann, haben uns dann auch eine Rechtsform überlegt, nämlich die der gemeinnützigen Genossenschaft, weil wir glaubten, dass das eine gute Idee sei. Das Kloster liegt mitten in der Stadt und hat halt sowas Demokratisches. Mit diesem Konzept haben wir natürlich erstmal den damaligen Guardian konfrontiert sozusagen und haben ihn gefragt, was er von der Idee hält. Das war der erste Mensch, dem wir sozusagen von dieser Idee erzählt haben. Und der zweite Kontakt war dann tatsächlich zu Menschen, die das Gästehaus schon immer gefördert haben. Und da haben wir gedacht, weil es ja schon eine bestehende Gemeinschaft da gab, die dieses Haus gefördert hat, haben wir gedacht, die könnten wir vielleicht mit dieser Idee begeistern. Und das hat geklappt. Ja, das klingt so leicht, war es mit Sicherheit ja nicht immer. Was war denn, können Sie sagen, was die größte oder eine besonders große Herausforderung war in diesem Prozess? Ja, die größte Herausforderung war natürlich dann tatsächlich den Kauf anzustoßen. Das ist ja klar. Also wir haben halt überlegt, diese gemeinnützige Genossenschaft, wenn die das betreiben soll, dann wäre es auch gut, wenn ihr diese Anlage gehören würde. Und ab da musste sozusagen die Bevölkerung aktiviert werden und gefragt werden und seid ihr bereit mitzumachen. Also das war sicherlich ein sehr großer, wichtiger Schritt. Aber der ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Wo stehen Sie denn jetzt heute? Ein bisschen was haben wir ja schon gesehen. Wann hat das Ganze begonnen? Und ich glaube, es ist ja noch gar nicht so lange her. Und wo stehen Sie heute? Sind Sie so quasi, kann man sagen, der Transformationsprozess ist vollendet oder ist er überhaupt jemals vollendet? Wie würden Sie das beschreiben? Also vollendet ist er sicherlich nicht. Also begonnen hat das Ganze, da waren die Brüder noch da. Wir haben diese Genossenschaft tatsächlich gegründet. Wir haben, das war 2020, im Januar, haben in dem halben Jahr darauf, haben wir Mitglieder akquiriert sozusagen und danach gefragt. Wir haben eine große Infoveranstaltung in der Stadthalle gehabt, gerade kurz bevor der Lockdown war, haben da großen Zuspruch erfahren. Und mittlerweile ist es so, dass wir 907 Mitglieder haben und etwas über 90 Freiwillige, die mitgestalten und mitmachen. Und das ist natürlich ein ewiger Prozess, glaube ich. Also wir versuchen halt, die Menschen einfach mitzunehmen und sie zu bitten, mitzugestalten. Es ist nicht so, dass wir jetzt im Vorstand sozusagen sagen, wir wollen jetzt das und das und das und das machen wir. Nein, also wenn da was passieren soll, dann sind es auch die Ideen der Mitglieder und dann müssen sie auch mitmachen. Also ganz klar, das sagen wir auch jedem, dass es eben nichts ist, was wir als vorgefertigtes Programm anbieten, sondern man kann jetzt einfach mitgestalten. Und deswegen glaube ich, ist es noch ein ewiger Prozess, denke ich schon. Aber wir haben schon ganz viel geschafft. Ja, das ist super. Das klingt nach einer wirklichen Erfolgsgeschichte. Vor allen Dingen bin ich erstaunt, in welcher kurzen Zeit. Und an dieser Stelle möchte ich gerne unsere zweite Gesprächspartnerin Ulrike Rose gerne noch mit ins Boot holen oder mit auf den Bildschirm. Frau Rose, Sie sind uns aus Schlehdorf am Kochelsee in Oberbayern zugeschaltet. Und Sie sitzen zurzeit gerade in einem Kloster, nämlich im Kloster Schlehdorf. Sie haben für das dortige, also für dieses Kloster Schlehdorf, eine Konzeption erarbeitet für einen Transformationsprozess und dort auch an der Transformation dieses 300 Jahre alten Frauenklosters mitgewirkt. Vorher waren Sie schon so als Expertin für Baukultur unterwegs und inzwischen helfen Sie dabei, so schreiben Sie es auf Ihrer Website, das Erbe unserer Klöster zu transformieren. Und bevor wir gleich nochmal darauf eingehen, was Frau Rakete gerade gesagt hat, würde ich gerne wissen von Ihnen, was genau meint dieser Begriff Erbe oder was verstehen Sie unter diesem Begriff, das Erbe unserer Klöster? Sehr gerne. Ja, herzlich willkommen an alle, die ich kenne, auch von meiner Seite. Freut mich, dass ich die ein oder andere wiedersehe oder wiederhöre.
Ja, was bedeutet das Erbe? Für mich gibt es immer zweierlei. Das eine ist, ich komme ja aus der Baukultur, dass ich immer sage, das eine ist das baukulturelle Erbe. Es geht insbesondere eben um die Klöster, die in ganz besonderer Lage gebaut worden sind vor Hunderten von Jahren. Und da geht es eben auch darum, dieses Erbe, dieses baukulturelle Erbe behutsam in die Jetztzeit zu führen und darauf aufzupassen. Und das andere ist eben einfach auch, dass es so um weitaus mehr geht, nämlich es geht eigentlich um das europäische Erbe der Ordensgemeinschaften, die seit Jahrhunderten unsere Gesellschaft so unglaublich wertvoll geprägt haben durch ihre Schulen, durch ihre Kindergärten, durch ihre Werke, ihre Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder also alles, was sozusagen unserer Gesellschaft im karitativen und sozialen gut tut, das sind die Werke der Schwestern und Brüder. Und da habe ich jetzt eben auch gelernt, dass es da auch droht, dass dieses Erbe verschwindet. Ja, also da geht es tatsächlich um den immateriellen Aspekt auch von Erbe, von Kulturerbe. Das ist ganz spannend. Das wäre auch nochmal ein ganz anderes Thema oder ein weiteres spannendes Thema. Ich möchte nochmal den Bogen schlagen nach Wiedenbrück, nach Westfalen. Und wir haben ja gerade gehört, das schien alles ja wie am Schnürchen zu klappen in Kloster Wiedenbrück mit diesem aus meiner laienhaften Sicht wirklich schnellen Transformationsprozess. Wenn ich mich so umgucke, quasi, was es ansonsten bei Bauprojekten oder bei Sanierungsprojekten, bei Umnutzungen von anderen Denkmälern, dass das ja oft Jahre oder manchmal sogar Jahrzehnte dauert. Können Sie sagen, ist das eine normale Zeit, die da in Wiedenbrück gebraucht haben, oder ist das jetzt irgendwie so etwas untypisch? Also von unserer Erfahrung hier, insbesondere in Schlehdorf, ist das unglaublich schnell und unglaublich erfolgreich, muss man sagen. Also ein Best Practice, würde ich schon mal sagen. Ich hätte natürlich schon noch mal die ein oder andere Frage, wie Frau Rakete das auch stemmt. Aber mit der Zeit, wie Sie das aufgestellt Sie, haben. Genau, die dürfen Sie jetzt gerne stellen, weil das die Möglichkeit wollte ich Ihnen geben, dass Super. Sie sozusagen als Beraterin jetzt aber auch mal die Praktikerin quasi befragen können. Ja, sehr gerne. Also was die erste Frage, da werden die Missionsdominikanerinnen auf Schlehdorf wahrscheinlich ein bisschen schmunzeln, dass ich die Frage, gab es bei Ihnen auch mal die Idee, Frau Rakete, dass die Brüder, die Franziskaner am Ort bleiben und vielleicht an einem kleinen Teil, in einem kleinen Teil in ihrem Kloster, jetzt ihrem Kloster bleiben? War das mal eine Möglichkeit? Das war nie Thema. Nein, das war nie Thema. Warum wäre das nicht möglich gewesen? Also das war gar nicht von unserer Seite aus. Also ja, ich denke, dass es war schon, glaube ich, eher klar, dass die Franziskaner in andere Klöster gehen würden. Also generell sind in den meisten Franziskanerklöstern nur noch sehr wenig Menschen. Und das war nie die Frage, auch nicht an jetzt die Genossenschaft oder so, dass sie in Wiedenbrück bleiben. Nein. Okay, das war dann schon so ein Beschluss der Franziskaner, dass sie, das heißt, sie haben schon entschieden, dass sie gehen, und sie sind dann eingestiegen und haben eben ihre Nutzungsideen entwickelt. Genau. Und dann, was ich sehr eindrucksvoll bei Ihnen finde, ist eben die große Anzahl an Ehrenamtlichen und den unterschiedlichen Arbeitsgruppen. Wie stemmen Sie das eigentlich, das Ganze zusammenzuhalten? Wie ist das organisiert? Ja, also da muss ich gestehen, das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Das begann natürlich erstmal ganz langsam, weil viele Menschen das Projekt schon interessant finden und auch gerne mitmachen und mitgestalten. Wir haben dann so etwas wie einen Ideenworkshop gemacht im letzten September. Das war auch gerade so eine Corona-Lücke, sag ich mal. Und da haben sich dann so Themenfelder und Gruppen herausgebildet. Also es war dann klar, es gibt Handwerken, es gibt Kultur, es gibt Handarbeiten, es gibt den Klosterladen, es gibt die Küche. Also da haben sich dann schon so Gruppen formiert. Und wenn jetzt Menschen dazukommen, dann wird schon, ja, viele suchen sich dann schon so ihr Gebiet. Aber ja, jetzt so langsam wird es eine Herausforderung. Wir vom Vorstand haben natürlich erstmal so am Anfang das begleitet, aber mittlerweile muss es sich auch finden, sage ich mal. Also wir sind jetzt so in dem Prozess, dass wir dass die Teams, wir nennen die einfach mal Teams, dass sie jetzt versuchen sollten, sich selbst zu organisieren. Also klar, am Anfang lief erst alles bei uns zusammen, aber das funktioniert eben nicht mehr. Bis Ende letzten Jahres haben wir alle Ehrenamtliche auch noch gearbeitet und
Ja, man hat auch noch einen Nebenjob sozusagen, ne? Oder einen Hauptjob, und das muss jetzt schon noch ein bisschen anders werden, und das ist auch eine Herausforderung. Also wo wollen wir eigentlich alle gemeinsam hin? Also diese Dinge, das ist ja auch ein gemeinsamer Entwicklungsprozess dann auch an der Stelle, ne? Jetzt haben wir noch mal eine Frage an Sie beide, denke ich. Wie weit kann das Ehrenamt da, ich sage mal in Anführungsstrichen, ausgereizt werden? Und wo sind Punkte, wo man sagen muss, hier muss bei jetzt etwas professionalisiert werden? Oder also Ehrenamt ist ja nicht unprofessionell, aber zumindest aus diesem freiwilligen, unbezahlten Status raus. Und hier brauchen wir vielleicht auch jetzt mal eine bezahlte Stelle. Da haben Sie ja beide wahrscheinlich auch Erfahrungen, ne? Ja klar, also ja, auf jeden Fall. Also bestimmte Aufgaben, wir haben auch zum Beispiel schon fest Angestellte, wir haben damals die Hauswirtschafterin und Köchin der Franziskaner, die haben wir übernommen, weil wir wollten mit ihrer Expertise, mit Gruppenversorgung und sowas, also da wollten wir auf jeden Fall weiterarbeiten. Und mittlerweile gibt es noch eine Assistenz sozusagen, weil wir haben sehr viele Buchungen fürs Gästehaus, für die Seminarräume. Und also was auch nicht ausschließlich mit Ehrenamtlichen geht, ist tatsächlich auch diese ganze Geschichte Steuer und Buchhaltung. Das ist so kompliziert. Also ich bin Betriebswirtin und auch mein Mann ist das. Und wir haben erst gedacht, naja, das machen wir mal so eben nebenbei, aber das funktioniert eben nicht. Das muss man ganz klar sagen. Also manche Dinge, da muss schon immer jemand vor Ort sein. Also ich kann von Schledorfer Seite ergänzen, das ist ja eine Münchner Wohnungsbaugenossenschaft, die dieses Kloster jetzt gekauft hat. Und da ist es eben so, dass die Bogino auch ganz stark das Thema Selbstverwaltung auf ihre Fahne schreibt, dass natürlich hier auch die Menschen, die hier wohnen, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommen und dadurch dann aber auch in dem Garten helfen oder dadurch eben einfach auch mal bei Ramadamas helfen und ganz stark hier vor Ort dann auch mit aktiv werden. Und das ist aber auch immer wieder eine Herausforderung, so etwas zu stemmen. Ich hatte aber auch noch eine andere Frage an Frau Rakete zur Nutzungs. Haben Sie auch so ein komisches Geräusch? Ja, irgendwo kann es sein, dass irgendjemand ein Mikrofon offen hat, was vielleicht geschlossen werden könnte. Hier sind ein paar, die schließt. Können wir vielleicht, Elmar, können wir mal stumm schalten, die Teilnehmer, die jetzt das Mikro offen haben. Vielleicht kommt das daher. Ja, habe ich gemacht. Danke. Also die Frage wäre nochmal zum Nutzungskonzept, nachdem ich auf Ihrer Seite war. Sie vermieten ja jetzt Räumlichkeiten eher so temporär. Ja. Und gibt es vom Nutzungskonzept her auch die Idee, dass Sie langfristiges Wohnen anbieten werden? Das ist die eine Frage. Und eine zweite Frage, die drängt mich auch noch, so die schiebe ich vielleicht gleich hinterher, das ist das Thema Nutzungsänderung. Da haben wir ja auch leidvolle Erfahrung hier, ob Sie die auch haben, oder dass es in der Heimat Westfalen einfacher ist. Ja, also Wohnen ist im Kloster tatsächlich nicht vorgesehen. Die Grundidee war immer, dass das Kloster eine Begegnungsstätte wird und da würde Wohnen tatsächlich nicht richtig reinpassen. Mhm. Die Vermietungen, die wir jetzt haben, also es gibt langfristige Vermietungen, ja, aber das sind dann eher Vereine, also die vielleicht so früher am Küchentisch noch gearbeitet haben. Das ist der NABU, das ist die Rheuma-Liga, also etwas, wo wir denken, das passt ins Kloster. Diese Homeoffice-Geschichte, das hat sich jetzt einfach zu Corona-Zeiten ergeben. Wir hatten noch nicht so viel, wo wir dachten, was machen wir jetzt mit den ganzen Räumen? Und das waren so die ersten Ideen, aber kommt im Moment ganz gut an. Und ja, wir haben natürlich auch ein Bau- und Nutzungskonzept schon mal erstellen lassen, sind jetzt auch in dem Prozess der Nutzungsänderung, weil wir natürlich jetzt auch viel mehr Menschen im Kloster haben. Da kann ich aber nicht sehr viele negative Dinge erzählen. Also wir haben da eher sehr großes Wohlwollen auf Seiten der Stadt und sowas. Also ich muss das nochmal sagen, das Kloster ist ein besonderer Ort mitten im Ort. Das sage ich sehr gerne, aber es ist auch so. Also es ist 3 Minuten vom Marktplatz entfernt. Also ich glaube, sehr viele Menschen hier in der Stadt haben das Bedürfnis, dass dieses Projekt irgendwie klappt. Und deswegen haben wir noch wirklich, ich kann nicht von vielen negativen Dingen berichten. Das ist doch toll. Ja. Zwei Fragen sind im Chat gekommen, und zwar einmal, wie viele junge Leute mit Ihnen engagiert sind, Frau Rakete? Also wie groß ist die Anzahl tatsächlich der aktiven Unterstützer?
Bezieht sich das jetzt auf junge Leute? Oder ja, das in der Frage ist junge Leute, aber wir können ja einmal fragen, wie viele insgesamt. Und ja. Gibt es möglicherweise tatsächlich so bestimmte Gruppierungen, die sich besonders engagieren? Ne? Ja, na klar. Ja, auch das ist natürlich, glaube ich. Also im Moment haben wir 93 Freiwillige und natürlich sind viele in einer Lebensphase, wo sie nicht mit Familie zu tun haben und nicht mit Hausbau zu tun haben. Also sind schon natürlich Menschen, die mehr Freizeit haben, also und die auch schon etwas älter sind. Es gibt einige wenige junge Leute, ja. Aber ich glaube, so von mittelalten Menschen kann man das schlecht erwarten, so ein großes Engagement. Also wir haben sporadische Einsätze, das auf jeden Fall. Wenn wir Kulturveranstaltungen machen, braucht man ja immer viele helfende Hände um sich herum. Also sporadisch ja, ständig, das ist eher natürlich noch nicht so der Fall. Mhm. Die andere Frage geht quasi an die anderen Richtung der anderen Unterstützer, nämlich der finanziellen Unterstützer. Es gibt ja wahrscheinlich auch einfach viele, die Geld geben, aber die gar nicht in Erscheinung treten mit aktiver Unterstützung. Ja. Und da wird gefragt, wie zeitaufwendig das war, das Eigenkapital für den Kauf der Genossenschaftsanteile zusammenzubekommen. Ja, wir haben es innerhalb eines halben Jahres geschafft, sage ich mal so. Also von der Gründung bis zum Kauf, das war dann der 30.06. tatsächlich, also ein halbes Jahr war das. Da haben wir also natürlich erstmal Mitglieder gesucht. Das war eine Finanzierungssäule an der Stelle, also die Mitgliederanteile tatsächlich. Dann haben wir durch das Netzwerk, was hier in der Stadt besteht, auch Unternehmer und Privatpersonen animieren können, größere Summen zu spenden. Und am Schluss hat auch die Stadt Reda-Wiedenbrück einen Großteil dazu getan, damit wir die Anlage kaufen konnten. Und jetzt ist es so, dass wir einige, Dauerspender haben, also die uns monatlich mit einer kleinen Spende unterstützen. Und das hilft natürlich im laufenden Betrieb sehr. Also ich denke, vielleicht können Sie, Frau Rose, dazu auch was sagen, wenn man jetzt so laienhaft da drauf schaut. Also Frau Rakit ist jetzt auch keine professionelle Klostertransformateurin. Also inzwischen schon, aber ich meine, man weiß oft ja gar nicht, was auf einen zukommt. Und das heißt, bei der Finanzierung, ich hätte jetzt gedacht, als erstes muss man einen Finanzierungsplan machen und erstmal überlegen, wie viel Geld brauchen wir eigentlich? Wie viel müssen wir versuchen durch so eine Art, Sie haben ja im Prinzip eine Art von Crowdfunding gemacht, also wie viel müssen wir über erstmal vielleicht private Unterstützer kriegen? Wo gibt es aber vielleicht auch Fördermittel? Wann zahlt wer vielleicht noch etwas dazu? Das ist ja sehr komplex und schon alleine da stelle ich mir vor, dauert es oft lange, weil Anträge müssen manchmal in bestimmten Fristen gestellt werden. Und dann braucht man irgendwie Gutachten dazu und alles Mögliche. Oder das Konzept muss schon fertig sein. Also die Schrittigkeit ist ja auch entscheidend. Frau Rose, wie ist das denn normalerweise, wenn man so eine Finanzierung überhaupt plant? Wie geht man denn da sinnvoll vor? Ich denke mal, das ist bei jedem Projekt auch immer wieder komplett unterschiedlich, je nachdem eben einfach auch, wie hoch der Kaufpreis ist oder wer denn auch bleibt und welche Nutzung man sich vorstellt. Was ich erstaunlich finde, ist, dass jetzt in Wiedenbrück schon Aktivitäten unternommen werden können, ohne dass es schon die Nutzungsänderungsgenehmigung gibt. Das ist bei uns jetzt im Schlehdorf eben ganz anders. Wir warten da drauf und die Hausleitung arbeitet da ganz intensiv dran, jetzt eben schon seit Jahren, kann man nur so sagen. Wir laufen hier so ein bisschen auch unter dem Radar gerade noch. Und die Schwierigkeit ist da natürlich, ich denke mal, die Vogino ist damals eben, als ich auch noch in der Projektleitung hier mit dabei war, wir sind davon ausgegangen, dass wir mit den gleichen Nutzungen, die Schwestern hatten, es relativ einfach haben würden, eine Nutzungsänderung zu erreichen. Indem die Schwestern hatten vorher auch schon hier ein Seminarhaus, sie haben hier gewohnt und gearbeitet, sie haben Bildung und Kultur gezeigt, sie haben die Schule, sozusagen die Schule nebenan, die es auch immer noch gibt, jetzt in einer anderen Hand. Und wir hatten gedacht, okay, das ist ja das Gleiche, was die Schwestern machen. Deswegen können wir eigentlich auch eine ähnliche, also die Nutzungsänderung kann man das doch eigentlich gleich ausstellen. Da haben wir natürlich geträumt. Es ist einfach so, dass alleine die Maßnahmen, die jetzt hier für den Brandschutz unternommen worden sind, enorme Summen fabriziert haben. Und einfach auch das ganze Thema nochmal, Brandschutztüren etc., da kommen enorme Beträge auf einmal auf sie zu, wenn sie im Verfahren sind. Und deswegen war es hier, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, dass erstmal ein Probebetrieb vereinbart worden ist. Die Schwestern haben gegen erstmal gute Konditionen der Vogino
das Haus überlassen und wir konnten das sozusagen schon befüllen und auch erstmal testen und schauen, auch was denn auf die Wobino zukommen wird, wenn dieses Gebäude übernommen wird. Und das ist schon mal so ein etwas heranlangen, aber es kann eben auch ganz schwierig sein, wenn man dann auf einmal eben vom Bauamt die Auflage bekommt, der Brandschutzmaßnahmen umzusetzen, die sie aber in ihrer Anfangskalkulation nicht berücksichtigt haben. Das heißt, es braucht auch sicherlich gute Finanzierungshintergründe und es braucht auch eigentlich eine starke Gemeinschaft, die so ein Gebäude dann auch übernehmen kann. Mhm. Oder Gebäude. Ne? Also in Wiedenbrück sind es ja auch mehrere Gebäude. Bei uns hier in Schlehdorf ist es eins. Bei der Möchten Sie darauf reagieren, Frau Rakete? Ja, ich würde ganz kurz auch noch mal was dazu sagen wollen. Also natürlich haben wir Pläne gemacht, auch also Wirtschaftspläne. Wenn man eine Genossenschaft gründet, muss man das sogar. Man muss Pflichtmitglied in einem Genossenschaftsverband werden. Von daher waren wir gezwungen, mehrere Pläne sogar zu machen. Diese sogenannten Best- und Worst-Cases. Und das Ganze haben wir nochmal überarbeitet, natürlich dann auch unter Corona nochmal oder mussten wir. Also von daher, und wir sind Betriebswirte, sage ich auch nochmal. Also wir wussten schon so ungefähr, was wir tun. Das mit den Nutzung, da haben wir natürlich auch erstmal geschaut, aber das Haus war in ziemlich gutem Zustand. Es gab das Gästehaus, wir mussten auch was nachrüsten an Brandschutz, aber viele Dinge waren da schon vorhanden auch. Also was Sie gerade angesprochen haben, Brandschutz oder Türen oder sowas, das war zum Teil vorhanden. Ein bisschen mussten wir nachrüsten, Und jetzt natürlich, wir sind auch im Probebetrieb, haben wir auch immer so gesagt, wir gucken erstmal, was überhaupt stattfindet. Und so lange werden wir aber auch begleitet, sowohl vom Architekten, der immer schon mal drauf guckt, und auch die Stadt, mit denen wir dann auch schon immer im Gespräch sind und sagen, Mensch, können wir das jetzt hier schon machen, ja oder nein? Und das funktioniert aber im Moment ganz gut. Aber wir sind auch auf dem Weg, jetzt tatsächlich ein Änderungskonzept schreiben zu müssen, auf jeden Fall. Oder Antrag, nicht Konzept, sondern Antrag auch, ja. Frau Rose hat gerade schon ihre Kompetenz gezeigt im Detail und Sie haben ja relativ viel Erfahrung oder recht viel Erfahrung in solchen Begleitprozessen und Veränderungsprozessen und Sie haben das inzwischen sehr quasi zu einem eigenen Projekt entwickelt, entsprechende Prozesse zu beraten. Und da ist jetzt gerade vor einigen Wochen eine neue Website an den Start gegangen, die auf dieses Angebot oder auf das, was Sie da mit Ihrem Verein tun, hinweist. Und Sie sollen jetzt die Gelegenheit bekommen, diese Website einmal vorzustellen, damit auch unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bislang nur zuhören, einmal sehen, was es da alles gibt, welche Aspekte es auch zu berücksichtigen gibt. Und dann können wir im Anschluss nochmal eine Fragerunde eröffnen. Sie können dann jetzt gerne, ich glaube, wir wollten Ihren Bildschirm teilen, ne? Genau. Und einmal ein bisschen darüber erzählen. Ja, ich würde vielleicht nochmal auch grundsätzlich erzählen, warum wir auf diese Idee gekommen sind, ein Portal ins Leben zu rufen. Das ist auch aus den Gesprächen, die wir in Schwedorf geführt haben, mit den Schwestern entstanden, dass wir erfahren haben, dass eigentlich jede Ordensgemeinschaft vor dieser großen Aufgabe, wenn sie sich denn entschieden hat, einen Ort aufzugeben, ein Kloster aufzugehen, da eher informell an Informationen bekommt und nicht auf einem gebündelten Weg, sondern dass man eben ganz alleine da steht und schaut, wie haben denn eigentlich die andere Ordensgemeinschaft, das andere Kloster das gemacht. Und mit dieser Idee bin ich dann eben auch mal zum Bund gegangen. Es gibt ja eben das Bundesheimatministerium, die haben ein spannendes Programm, das heißt im Region gestalten. Und dort sind wir dann eben auch, haben wir auf offene Ohren getroffen und haben dort eine Förderung bekommen für dieses Wissensportal. Und was haben wir bei diesem Wissensportal gemacht? Wir haben uns da intensiv mit beschäftigt. Einerseits, was sind denn eigentlich die Herausforderungen bei einer Transformation? An was muss man denn eigentlich alles denken, wenn man dieses jetzt sozusagen umsetzen will? Und das andere ist auch, wie funktioniert das mit den Lösungen, was für Lösungen gibt es da? Ich muss mal hier gerade mal das Fenster wegschieben, so ist es besser. Genau. Und ich würde vielleicht ganz kurz noch für alle, die zuschauen, natürlich herzlich eingeladen, sich auch mal da durchzuklicken. Ich wollte das nur einmal so kurz vorstellen, um was es denn geht. Und das war natürlich für uns auch, ich komme aus der Baukultur, aber die Kollegin, mit denen ich zusammengearbeitet habe, Franziska Fruth und Stefanie Bramel und Singi Warnit, wir vier zusammen haben dann auch dieses
Ganze konzipiert und immer wieder Schwester Josefa dazu konsultiert, um zu herauszufinden, wie strukturieren wir das Ganze. Und da haben wir eben diesen Bereich Architektur, Betrieb, Brandschutz und Denkmalschutz, Genehmigungen und Umbau, Liegenschaften und Nachnutzer übertragen, haben wir erstmal geclustert. Da können Sie dann sich eben auch durchscrollen und immer schauen, okay, was ist denn eigentlich die besondere Klosterarchitektur, an was, wie sind die gebaut worden, um damit dann auch hinterher mal zu schauen, wie sich das Ganze denn verändern könnte. Wir haben sehr, sehr viele Fotos eingestellt, sehr viel fotografiert. Und wir haben dann in jeder dieser Rubrik eben einfach auch schon die ersten Vorschläge, was man machen könnte, um diesen Bereich sozusagen vorzubereiten und sich da erstmal schlau zu machen, um was geht es denn eigentlich. Der zweite Bereich ist der Bereich der Lösungen. Und bei den Lösungen sind wir so vorgegangen, dass wir uns Fallbeispiele angeschaut haben. Wir haben 5 Fallbeispiele nach unterschiedlichen Nutzungen ausgewählt und diese Fallbeispiele sind dann über Deutschland verteilt, 4 und 1 ist in der Schweiz. Und wir haben dort dann erstmal die Klöster vorgestellt, die Orte vorgestellt, wie das Ganze denn überhaupt gewachsen ist, welche Auswirkungen und das Kloster in der Vergangenheit auch hatte. Hier sitze ich gerade im Kloster Schlehdorf in den Voralpen. Hier lebe ich mittlerweile und dort wird erstmal der historische Klosterort erläutert, um sich einzufinden. Und dann haben wir dort eben auch ein Best-Practice-Beispiel vorgenommen. Das heißt, wir haben 5 Best-Practice-Beispiele. Da gehen wir dann ganz intensiv hinein und sammeln sehr, sehr viel Wissen über, wie hat man denn die Transformation dort gemacht. Wir haben 5 Transformationen, wie erwähnt. Das eine ist das Thema Wohnen. Wie kann man in einem Kloster zeitgemäß wohnen? Das sogenannte Clusterwohnen, was wir hier im Kurs haben. Im Kloster Hegner am Bodensee haben wir uns damit beschäftigt, wie denn der Sendungsauftrag einer Ordensgemeinschaft übertragen werden kann, indem man nämlich eine Stiftung gegründet hat, in die man langfristig eben auch die Gebäude, Liegenschaften und die Einrichtung übertragen kann. Wir haben uns das Kloster Volkenroda in Thüringen angeschaut, weil dort eine neue Ordensgemeinschaft, eine neue Glaubensgemeinschaft sich angesiedelt hat. Nach der Reformation, das ist das Wunder von Thüringen, wie man es sagt, im Kloster Volkenroda. Dann sind wir eben auch in die Schweiz gegangen und haben ein ehemaliges Kapuzinerkloster uns angeschaut, das die Heimat der Alpenküche geworden ist, das Culinarium Alpinum im Kloster Stans. Und dann sind wir aber doch nochmal wieder zurück hier nach Oberbayern gegangen, nämlich hier in das Kloster Beuerberg, was ich auch sehr, sehr spannend finde von der Transformation her, weil der Christoph Kürzeder, der dort der Museumsleiter ist, einen wunderbaren Kulturstandort entwickelt hat und nicht nur einen Kulturstandort, sondern eben auch die Verantwortung übernommen hat, was das bedeutet, wenn ein Kloster in der Mitte einer Gemeinschaft ist, so wie in Wiedenbrück eben auch. Da kann ich jetzt noch mal ganz kurz zu den Interviews gehen. Wie sind wir an diese Informationen rangekommen? Wir haben eben 16 Interviews geführt mit den Ortsgemeinschaften, mit den Nachnutzern, aber auch mit den Gemeindevorstehern. Hier ist der Christoph Kürzeder beispielsweise, der ganz stark den Ort herausentwickelt, wie die Schwestern dort früher gelebt haben, die Salesianerinnen. Das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, aber vorher auch beispielsweise Schwester Josefa, wie sie hier das Ganze angegangen ist in Schlehdorf, welche Gespräche wir dazu geführt haben, dass dieser Ort hier jetzt in die Hände der Wobino gegangen ist und wie man das mit dem Probebetrieb gestemmt hat. Der letzte Bereich sind die Nachnutzungsarten. Und bei den Nachnutzungsarten haben wir auch wieder Cluster gebildet und uns immer wieder irgendwie die Köpfe heiß geredet. Was für Cluster sind es denn eigentlich? Immer mal wieder Ordensgemeinschaften befragt. Welche Nachnutzungsmöglichkeiten eignen sich denn überhaupt für Klöster? Und haben viel davon übernommen, was die Schwestern schon die letzten und Brüder die letzten Jahrhunderte gemacht haben. Agrarwirtschaft, Bildung und Erziehung, Gastronomie, Hotellerie. Stark karitativ und soziales, da können Sie auch gerne mal durchklicken. Da ist es so, dass wir auch wieder sehr viele Fotos eingestellt haben, dass Sie sich informieren können. Und auch dort haben wir aber immer schon mal wieder Beispiele genannt, wo man mal sehen kann, wie haben denn das eigentlich andere Klöster schon gemacht, sodass wir den Ordensgemeinschaften, die jetzt vor dieser großen Aufgabe stehen, möglichst viel an die Hand gegeben haben. Wir haben noch eine Rubrik, nur ganz kurz dazu, das finden Sie, die Zukunftslabore.
Da haben wir auch in Westfalen, ganz in der Nähe zwischen Höxter und Paderborn von Wienenbrück, ein Zukunftslabor gemacht für die armen Schulschwestern aus München, die dort eine Niederlassung haben, eben das Kloster auf der Brede, wo es jetzt auch darum geht, wie geht es mit diesem Kloster weiter, und haben dort in der Design Thinking Methode mit 6 Expertinnen vor Ort das Kloster kennengelernt, mit Schwester Maria Theresia, die Sie hier sehen. Dann sind wir in eine Workshop-Situation hineingegangen, haben intensiv gearbeitet vor Ort, haben überlegt, was könnte das sein. Und das Spannende war dort, dass wir eben auch die Nachbarn mal eingeladen haben, zu uns zu erzählen, was sie für Ideen für das Kloster haben, diese Wissensträgerinnen und Träger, und haben dabei schon große Bedarfe in der Region ermittelt, die für die Nachnutzung oder Mitnutzung, was wir spannender finden, der armen Schulschwestern vor Ort, sich eignen würden. Ja, das ist, die Zeit ist knapp, wie ich sehe, und so, also da lade ich Sie nur herzlich ein, sich da vielleicht mal durchzuklicken, und wenn Sie Lust haben an einem Zukunftslabor, dann machen wir das wahnsinnig gerne für Sie. Super, vielen Dank für diese Impressionen und Einblicke. Die Website ist super gut strukturiert, wie ich finde. Ich hätte mich da stundenlang drin verlieren können. Und das ist bestimmt für ganz viele spannend, hinterher auch nochmal drauf zu gehen in Ruhe. Ich habe den Link vorhin schon in den Chat gestellt, da können Sie sich ihn rauskopieren. Und eine Frage noch, Frau Rose, in diesem Zusammenhang bieten Sie, Sie sagten jetzt schon gerade Zukunftskonferenz, was für eine Art von Beratung bieten Sie darüber hinaus an? Also die Website an sich ist ja schon ein Riesenfundus an Beratung. Was genau? Ja, also genau. Also die Website ist jetzt die intensive Arbeit eines Jahres, und die ist jetzt erstmal fertig. Wir schreiben gerade den Verwendungsnachweis für die Förderung. Das ist auch nochmal sportlich. Ja, und jetzt am 3. Dezember sitzt unser Verein, den wir ja extra für dieses Portal auch gegründet haben, zusammen, und wir stecken die Köpfe zusammen und überlegen, was wir eben als Verein zusätzlich noch anbieten können, außer also super Netzwerke, die hier entstanden sind, schon untereinander, miteinander, wo wir uns gegenseitig stärken. Und ich habe eigentlich noch den Wunsch, dass es irgendwann mal eine Kompetenzstelle auf Bundes- oder mindestens auf Bundeslandsebene gäbe, an die man sich wenden kann als Ordensgemeinschaft mit dieser unglaublich wichtigen Aufgabe. Eine sehr gute Idee. Vielen Dank bis hierher. Ich finde, wir haben es geschafft in fast 44 Minuten, weil es ist zwar jetzt 14.50 Uhr, aber wir haben auch ein bisschen später angefangen, einen, glaube ich, sehr guten Überblick zu bekommen über ein sehr praktisches Beispiel aus Wienenbrück und etwas komplexere Angebote und Strukturen, die bei Ihnen in Bayern entwickelt worden sind. Und jetzt möchte Ute Lass noch zu dem Plus einladen, was wir jetzt noch für Sie haben. Dein Mikrofon noch. Der Vorführeffekt. Genau. genau, ich lade Sie jetzt noch ganz herzlich ein. Es heißt ja 44 plus, jetzt noch in die Breakout Rooms zu kommen. Wir öffnen die so für knapp 10 Minuten, damit es schön kurz und knackig bleibt. Es gibt die Möglichkeit, entweder zu Frau Sonja Rakete oder zu Frau Ulrike Rose in einen Breakout Room zu gehen. Die werden jetzt geöffnet. Dann können Sie sich selber sozusagen zuordnen. Sie können auch zwischendurch wieder switchen und eben die Räume tauschen. Ich bleibe auf jeden Fall hier im Hauptraum stehen. Sie können auch gerne hier bleiben. Sie können auch mit mir sprechen. Aber ich glaube, nach den ganzen Inhalten ist es nochmal spannender, vielleicht nochmal einmal ein bisschen ins Gespräch zu gehen tatsächlich. Genau, also gerne. Und bevor Sie jetzt in die Räume gehen, möchten wir uns aber auch schon verabschieden, weil die Veranstaltung endet dann quasi in den einzelnen Sessions, in die Sie gleich gehen. Und wir werden dann tatsächlich irgendwann die Uhr laufen lassen, und dann ist das irgendwann zu Ende, und dann können Sie aber des Weiteren über Kloster Wienenbrück und Zukunft Kulturraum Kloster auch noch Kontakt aufnehmen. So war das gedacht, Ute, ne? Dass wir jetzt schon mal an dieser Stelle Tschüss sagen. Und uns ganz herzlich natürlich auch bei Ulrike Rose und Sonja Rakete bedanken und auch bei Elmar im Hintergrund für die technische Betreuung und natürlich bei Ihnen allen, dass Sie bei uns sind und vielleicht ja auch noch bleiben. Also es gibt jetzt das Plus in den Breakout Rooms. Genau, vielen herzlichen Dank.